erste Klavinett war ja noch ein richtiges Klavikord. Nein, aber dieses Klavinett 1 und 2, das war natürlich noch von der Stimmhaltigkeit nicht ganz so gut. Das waren dann natürlich auch Übergänge. Ja. Man ist natürlich vorsichtig angefangen, nicht? Es war für mich überhaupt eine große Schwierigkeit. Ich hatte ja mit Zungen alles gemacht. Diese E-Piano, diese Gabelsysteme, auch leichteres, auch für die Pulverband bekommen. Ja. Das existiert, weiß ich doch. Das hat die ganz leichte Tour gemacht. Wird das E-Piano ja eher schwere Blei gewesen. Das ist ein Elektra-Piano, gell? Ja, Hulda hat meins bekommen, was ich für mich und hinten am Schalttisch stehen hatte. Und Gulda, der bekam von der Abteilung Werbung, hat gesagt, ja, Sie kriegen natürlich eins. Ich dachte, nein, ich will das dann. Meins wollte er. Und der hat natürlich gleich gemerkt, dass das ein bisschen gut intoniert. Ja, sehr sorgfältig. Ich wollte es eigentlich hier gegenüber. Mit dem Klavinett war bei Rona gar nicht so ganz einfach. Als ich fühlte mich eigentlich erschöpft mit den Zungen. Ich hatte Zungengabel und Zungen angezupft und angehoben und alles Mögliche und gedacht, ich war am Ende mit der Zunge, will ich mal so sagen. Und da habe ich gesagt, ich möchte mal was mit Saiten probieren. Also mein oberster Direktor hat gesagt, nee, mit Saiten machen wir nichts, hat er gesagt. Nun war mein Chef aber sehr verständnisvoll und hat mir dann die Saiten besorgt. Und dann habe ich Versuche gemacht auf dem Tisch, nur so mit 3 Tönen, das Prinzip aufgebaut. Und dann sind die Herren alle gekommen und haben sich das angehört und auch natürlich gleich gemerkt, dass man da erbarmungslos drauf hat. Jedenfalls, da kam ich dann zum ersten Mal mit Saiten an und dann habe ich ja erst das mit dem, das richtige Klavichord praktisch übernommen, was Sie auch haben. Das ist ja eigentlich ein direkter Klavichord ohne Resonanzboden, mit Tangenten hinten noch, wie gehabt. Das war natürlich das Erste. Ich bin überhaupt vom Klavichord ausgegangen. Wir hatten zu der Zeit so ein paar eins zu Hause, ein richtiges Klavichord. Das glaube ich auch. Vom Design her sieht man da auch schon, dass man versucht hat, auch das irgendwie in diese 60er Jahre Wohnidylle optisch reinzubauen, indem man zwar schon das Gehäuse so gebaut hat wie ein Klavichord, aber dann eben dem Zeitgeist Geschmack entsprechend. Ja, ja, diese auch, Beinchen ne? waren ja damals. Ja, und das war dann schon etwas später beim Klavinett ja auch. Also offensichtlich als Heiminstrument konzipiert. Ja. Weil die ganze Funkmusik, das kam erst viel später. Da ja, ja. Ab dem C. Ab dem und das C war eben das, ich habe dann natürlich auch das neue Prinzip so demonstriert, dass ich da Anhänger gewonnen habe in der Fabrik, aber auch nicht draufgehauen. Nicht? Und das imponiert irgendwann welchen Leuten, wenn man das kann, auch so ein Instrument, ist erbarmungslos drauf. Und das ist dann ja auch gemacht worden. Also da sind ja schon einige Rockgruppen sehr erbarmungslos mit umgegangen. Ja, ja. Kann man schon sagen. Ja, ich habe dann natürlich für mich mehr die Heimversion gesehen. Und so ist auch das Klavinett L überhaupt entstanden, auch mit dem umgekehrten Tastenbild. Die Tasten habt ihr ja von Italien bezogen, oder? Ja. Das Recanati wahrscheinlich. Ja. Dort, wo das war sogar kurzzeitig mal so. Da habe ich ein bisschen Krach gekriegt mit einem Prokuristen, der diese Tastaturen aus Italien besorgt. Ich sage ganz gut, du musst halt so viele Tastaturen besorgen, wie wir brauchen. Wir brauchen dann natürlich eines Tages laufen. Und darum sind sie nicht immer nachgekommen. Ich habe gesagt, das fehlt doch, dass die Italiener sagen, wie viele Klavinets wir bauen dürfen. Es gibt kleine Unterschiede in den Tastaturen. Die ersten Klavinets haben ja noch Holztasten gehabt. Ja. Und auch unter den Holztastaturen habe ich gesehen, gibt es feine Unterschiede. Also die Italiener haben ja, das hat sich natürlich entwickelt. Ja. Ich war überhaupt die Holorola, die hat noch Akkordeontasten, enge Teilungen. Ja. Und dann bin ich eins da und sage, wir müssen richtige Klaviatur haben. Ja, ist das was nötig? Hat man doch dann auch gemeint. Hat geglaubt, wir können immer so weitermachen. Ja, bei dem hohen Akkord zum Beispiel, das sind die kleinen Tasten, ja, ja. Die den Gebläse sagen. Das hat sich aber offensichtlich gut verkauft. Und jetzt habe ich gesehen, sind die Preise von diesen hohen Akkords und von diesen Organas und das Zeug sind wieder anders. Ja, seltsam. Das sind ja eigentlich lahme Instrumente. Ja, man kann nichts dagegen. Nee,
Das ist eine asthmatische. Ja, da dauert viel zu lange, ehe der Ton kommt. Und der Druck ist zu gering. Da war so ein Lüfterrad drin. Also, ich war erst bei der Post, ja, war ich Fernmeldeingenieur. Und dann habe ich bei meinen Eltern von meiner Frau, die haben eine Warenbauerei schon angefangen, einen Biertisch zu bauen. Das Biertisch habe ich gebaut. Während des Krieges geheime Kommandosache. Ich war nur eine ganz kleine Röhre gebaut, die 2000. Die konnte man für uns auf Platz kaufen. Und damit habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Eigentlich ist es die Liebe zur Musik, wenn ich das mal so gesagt habe. Ich wollte mir ein Instrument bauen. Und dann habe ich ein kleineres Instrument gebaut und das ist dann später das Cembalett geworden. Und das war natürlich primitiv mit meinen Mitteln. Aber ich habe alles gemacht, Klaviatur und auch schon das Pult so schön gestellt, wie das da ist. Ja, das hatte ich alles schon mitgebracht. Nein, die wollten mich gar nicht haben. Nein. Und dann bin ich auch von meinem Boss mit den Worten empfangen worden. Jetzt sag ich, jetzt mal Schwabe, das sind fleißige Leute. Was soll ich da sagen? Die Hamburger sind faul. Nee, also das, aber ich muss sagen, der war auch einer der fleißigsten Menschen, die mir je begegnet sind. Unglaublich. Der saß und als einziger in der großen Fabrik saß er manchmal an seinem Papier mit der Nacht. Der hat wirklich auch Kunststoff und Metall in den Akkordeonbau reingebracht und auch ein bisschen neue Wege beschritten mit der Zungenfertigung. Doch, der hat schon was hinterlassen. Ja, das war mein Boss. Dann habe ich eben anfänglich nach den Schwierigkeiten eben doch sehr großen Freiraum bekommen, was zu entwickeln. Und, immer irgendwann ein kleines Muster gebaut oder so und dann vorgeführt und dann kam ich in Auftrag. Ich habe das natürlich auch so Bescheid gemacht, dass ich zunächst nicht mehr weiß, was investieren musste von der Firma, nicht wer weiß was, sondern mit einem einfachen Versuch und sei angefangen beim Cembalett, Pianett, diese Prinzipien auch mit einfachen Muster dargestellt, so ähnlich wie hier die Pfeife, eine Pfeife und damit kann man das dann zeigen, was man denkt, dass man das dann nachher vervielfältigt über einen größeren Manualbereich, das ist dann die zweite Sache. Nö, da habe ich dann wirklich Freiheiten gehabt. Hier Elektroniker gehabt, Mechaniker und was für Mechaniker. Da bin ich richtig verwöhnt. Ich konnte mit der Zeichnung kommen, eigentlich was ich wollte. Da war immer jemand, der das konnte und fertig war. Cembalett war dann so, was in Serie ging. Die Honorola, die erste Orgel, ist glaube ich nur ein paar hundert Exemplaren gebaut worden. Aber das Cembalett ist doch hier richtig am Band gelaufen schon. Da gibt es aber eine schöne Aufstellung in der großen Enzyklopädie von Bärenreiter. Das ist große Seite von Hohner. Das ist Seite von Hohner. Ja. Und da sind alle meine. Ist das, was von Möckhauser geben wurde? Nein, von Bärenreiter. Ist 29 Bände. Ach so, gibt da steht das. Und da ist unter Hohner. Da werde ich eigentlich öfter erwähnt als der Hohner. Aber da sind alle Instrumente aufgelistet. So mit Datum. Ich glaube, der Fuhr gemacht. Ich glaube, der Reuter, die haben da. Übrigens, die Elektromelodik habe ich auch eine gebaut. Das war auch ein bisschen Pioniertat so im Ganzen. Das hat ja keiner gemacht. Ich habe nur die Melodica 36, da habe ich die Finger drin, weil ich was ordentlich Spielbares haben wollte. Gegen die Mundharmonika hatte ich sowieso was, weil man daran ziehen muss, kam wirklich unästhetisch. Da habe ich eigentlich nie so viel Verständnis für gehabt, ein Blasinstrument, an dem man saugt. Nee, das waren wir irgendwie gegenstrich. Obwohl das natürlich dadurch, dass die Zunge eben nur in einer Richtung anblasen, weil die Möglichkeit gibt, in einem Kanal zwei Töne runterzubringen, ziehen und dann anblasen. Das ist natürlich bestechend.
Technik stecken kann. Und so sehe ich das heute mit der digitalen Tonaufzeichnung. Das ist faszinierend, technisch faszinierend, aber das Instrument hat keinen Charakter mehr. Malbord hat zum Beispiel eine Zungenstimme aus Südfrankreich, eine der besten Zungenstimmen, die es im Orgelbau überhaupt gibt. Die hat er da drin. Hat er aufgenommen und rein. So einfach ist das. Ja, das Diebstahl. Und es ist sicher kein Kulturinstrument. Es ist eine große Errungenschaft. Ich bin ja selbst fasziniert davon und habe auch die Finger drin gehabt. Ich habe ja selbst Aufnahmen gemacht beim Orgel. Mit Mikrofon und Revox haben wir die ersten Töne aufgenommen. Nee, aber das muss man einfach sehen. Deswegen diese Instrumente, die haben alle eine Eigenständigkeit. Wie Hammond. Eigenes, nicht? Das ist nichts imitiert. Da hatte das die Elektromechanik gleich. Das ist wahr. Das war eben nichts rein Elektronisches, sondern man fängt ja mit der Abtastung eines Schwingers ja immer auch die Unebenheiten, alles das, was nicht so mathematisch exakt ist, fängt man mit ein. Und dadurch bekommt es natürlich ein bisschen natürlichen Sound. Wer empfindliche Ohren hat, merkt das natürlich. Und deswegen halten ja auch einige immer noch fest an den alten Schicken, weil die eben eigenen Sound haben, nicht? Und Klavinett ist ja auch gesampelt. Hat natürlich Vorzüge. Hat keine akustische Rückkopplung, hat keinen Brumm und ist noch erweitert auf einen riesen Tonumfang. Ja. Technisch faszinierend, aber musikalisch eben fragwürdig. Oder von der Kultur. Eine Errungenschaft der Zivilisation, nicht so sehr eine Kulturgut. Das doch natürlich ja. eine gesampelte Orgel, es hat Orgelsound. Und zu Hause zum Üben, mein Sohn hat jetzt auch eine, kann er schön Orgel üben, mit feinen Registern, ordentlich tun. Das Gedacht ist ein richtiges Gedacht. Immer die Speichermöglichkeiten wird ja immer größer. Die Speicher immer kleiner und ihre Kapazität immer größer. Ich weiß auch, wir hatten anfängliche, musste man das einschränken. Bei 100 hat man zunächst nur den Einschwingvorgang gespeichert bei elektronischen Strahlenbauern. Und dann hat man von der Kurvenform der Klangfarbe ein Bild gehabt. Und das immer nur durchfahren, immer durchlaufen. Getaktet und dann auch innerhalb der Oktave nur die Taktfrequenz geändert. Also das war immer das gleiche Spektrum, wenn man dann in die nächste Oktave ging. Ja, und deswegen heute sampeln sie jeden einzeln tun. Ja, der Alborn hat es sehr früh mit diesem Einschwinggenerator. Ja, also technisch schon 80. Faszinierend und perfekt. Das einzige elektronische Instrument, was ich gebaut habe, war eben die Elektramelodika. Und da ist allerdings nur diese eine erschienen. Ich habe da eine ganze Menge Muster noch gebaut. Die sind heute auch bei einem Mann in Wien, an der Wiener Universität. Dr. Reuter, da hat man eine ganze Kiste. Ich durfte bei Hohner alles mitnehmen, als ich ging. Wann bin ich bei Hohner ausgestiegen? Weiß ich auch nicht. Also lässt sich ausrechnen. Ich bin mit 65 raus. Dann bin ich ein Jahr bei Don Champi gewesen. Dann bin ich wiedergekommen und noch 7 Jahre bei Hohner. Man kann also ausrechnen. Ja, das ja, also mit 65 raus? Mit 65. Im Alter von 65? Bin ich raus. Ich habe es mit dem Boss erzählt. Ja. Der hat ja all die Werkzeuge weggeworfen. Da kann ich mal reden. Ja. Das war der Dr. Schmied. Und ich hatte so schöne Instrumente gemacht. Ich hatte eine Blockflöte mit Klappen entwickelt und auch ein tolles Muster, tat alles. Hat er dann unter die Glasvitrine in der Frankfurt hingestellt, Zukunftsmusik bei Hohner. Dann aber nichts gemacht. Haben wir wieder nach Hause gebracht. Ich habe wieder einen Schall gelegt. Das ist aber nicht ja. Die Tastenflöte, ne? Das ist nicht die Tastenflöte. Nein, das ist aber... Wer etwas Schönes oder wer heute noch was Schönes. Ich habe da jemanden an der Hand, Blockflötenmacher, der will mal im Sommer kommen und sich das angucken. Ich habe das Muster, ich durfte alles mitnehmen. Da wie ich da rausgehen kann, da haben sie mir jetzt gesagt, nehmen Sie mit, was Sie brauchen können, das andere kommt. Der Fuchs hat ja dann alles übernommen. Ja, ich weiß. Der hat das billig bekommen, ganz billig. Ja, ja.
viel, ganz viel mitnehmen. Container. Ja, also alle halbe Jahre fahren wir hin, weil er kann das intonieren und das stimmen. Bei der großen Wegwerfattacke, die der Dr. Schmid gemacht hat, stand der Häfner, der das Heimatmuseum in Schossing hat, der hat fast geheult. Da fielen so Bilder, alles vom Boden. Einfach so in so ein großes Rohr runter. Hat der Dr. Schmid ist der Übeltäter gewesen. Ja, also, aber vielleicht hat er auch keine Möglichkeit, wenn eine Firma dann keine Aufträge mehr hat und die ganze Historie kann man doch sagen. Naja, weg ist weg. Weg ist weg, ja. Weg ist weg, also ich sehe das nicht ganz so. Das war der Umbruch praktisch, wo sich Honor von Elektronik verabschiedet hat. Merkwürdige Figuren, die dann in der Zeit auftauchen. Das ist jetzt historisch. Was so ein kleiner Mann, Lederschlips, Lederjäckchen und Lederhose, da sagt er, fuhren sich runter, sag ich, wissen Sie, ich liebe es, die Leute zu schockieren, dann komme ich ganz in Schwarz. Ja. Hat den tollen Sportwagen mit rosa Plüsch. Und so viele Figuren sind da eine nach dem anderen aufgetaucht bei uns. Ganz merkwürdig. Dann kam einer von Aral, blau-weiß. Und dann wurde alles geändert bei Huna. Kam ein neuer Briefkopf. In der Zeitung stand, bei Huna muss Bewegung reinkommen. Dann haben sie Swinging Huna gemacht. Den schönen Grabnamen haben sie so gemacht. Ich musste alle Briefköpfe, alles musste wieder. Kriegte alles Swinging Huna. Habe ich ja alles schwarz gemacht. Da habe ich mir einen Scherz erlaubt. Da haben wir natürlich ein bisschen Ärger mit gehabt. Dann habe ich den Mann, der das ausgedacht hat, der von Aral kam, habe ich ihm DIN A4-Bogen auf den Tisch gelegt mit Mercedes-Stern vorher und nachher. Mit verbogenen Zehen. Und da habe ich aber vom obersten Boss den Morse-Zigarre gekriegt. So eine Zigarre habe ich ganz, ich war noch beim Kommiss, nicht bekommen. Kam auch dadurch, weil ich ein bisschen hartnäckig blieb. Weil ich wollte deutlich machen doch damit, dass man sowas nicht macht. Sonst wer käme dann bei Mercedes wirklich auf die Idee, den Stern jetzt zu verbiegen, damit sie mal was Neues haben. Einige haben es natürlich verstanden. Der Zettel machte sich merkwürdigerweise auch breit in der Firma. Da wurde ich dann auch noch für angezeigt quasi. Wie kommen die dazu? In England haben sie es in der Vertretung. Dann schicken sie nach England. Ich habe nichts geschickt. Ich habe nur den einen Zettel, den Mann hingelegt. Das ist natürlich irgendwo auch Verständnis gestoßen. Ist es Honor zu der Zeit schlecht gegangen, oder? Wirtschaftlich, oder? Na, jedenfalls kamen schon so Leute, die dann irgendwie neuen Wind reinbringen sollten. Ich glaube nicht, dass das viel genutzt hat. So die geschäftliche Seite habe ich eigentlich nie verfolgt. Ich habe mich eigentlich immer nur um die Technik gekümmert. Dann haben sie zum Teil zugekauft, glaube ich. Eine Zeit lang hat der Honor mit Casio zusammengearbeitet. Ich glaube, die haben nachher Elektronik zugekauft. Was ich weiß ich nicht. Wow. Keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Ich bin ganz durch den Differenzer. Dieses mit dem Prinzip der Sample. Das hat Aufschwung gegeben. Aber ist ja dann auch nicht weiter. Ist auch also quasi zusammengearbeitet. Die hatten eine ganz tolle große Orgel gebaut. Mein Sohn hat die noch auf der Messe vorgeführt. Große elektronische Orgel. Was Honor, oder? Mit C und Cis-Pfeife. Also was für eine Orgel selbstverständlich ist. Dass die C-Pfeife und die Cis-Pfeife dann hin und her spielen. Hat die Differe alles gemacht. Die hat Eindruck gemacht, die Orgel, aber war von der Speicherung her überfordert. Ja, wenn man alle Register gezogen hat, dann gab es Schwierigkeiten. Das war auch so 80er Jahre, oder? Ja. Was uns noch interessieren würde, wer ist auf diese Bezeichnungen bei den Pianets und Chamberlets? Warum L, C, T und so weiter? C, wissen Sie das noch? Nicht mehr so ganz. Das habe ich ja meistens nicht gemacht, diese Bezeichnung dann. Ich habe ja eigentlich keinen Namen gegeben, aber irgendjemand, der hatte auch so ein Verzeichnis, Begriffe, die für Honor geschützt waren. Da hatte auch ein Direktor sehr die Finger drin, weiß ich nicht so. Wir haben sogar den Blödsinn gemacht, das D6-Begriff.
Ja. Dann haben sie E7 gemacht. Das ist auch Zeit, ihr Bescheid. Ja, gut, ich wollte wahrscheinlich das neue Design herausstellen. Das D6 kannte jeder, warum sagt man da eine E7? Naja, ich habe das nicht begriffen. Ich habe mich auch nicht darum gekümmert. Das war mir egal, ob sie D6 oder E7 gesagt haben. Es gab ja das D6 dann auch noch kurz in dem schwarzen Gehäuse wie das E7. Das ist ja auch ganz merkwürdig, dass man dieses Design dann übernommen hat und noch kurz als D6 bezeichnet und im schwarzen Gehäuse drin. Es gibt ja noch Schrägeres zu dem Berichten. Aha. Also das D6, wie gesagt, gab es kurze Zeit im Schwarz. Ich habe das auch richtig hinten war auch da. Dann gab es ein Klabinett Bianet Duro, ja. Aber es gab auch ein Bianet Klabinett. Klabinett, Bianet, Bio, Bianet, Klabinett. Kann ich zeigen, beide. Aha. Das Design vom Klabinett ist einfach schön. Und dreibeinig genial. Ja, das einzige ist, wo man sieht. Wir haben lang gesucht nach einem, vor allem das funktioniert und wo die Beine noch da sind. Und dann das Spiel. Der Ausgang war ein richtiges Klavikon, aber erst nur ein Klavikon. Und richtig mit Tangenten. Kein Resonanzboden, aber das konnte man natürlich noch nicht so erbarmungslos laufen. Da musste man etwas vorsichtig spielen, wie man eben Klavikord spielt. Und dann kam mir der Gedanke, ich wollte das ja gerne ein bisschen einfacher, dass das ein bisschen einfacher zu spielen, wenn man drauf lang kann. Und da ist mir die Idee gekommen mit dem Unboxen, also dass nicht mehr gegen die Seite mit einer Tangente ins Leere, sondern von oben mit einem Hammer auf einen Amboss. Ein Drauflagen, nicht? Weil ich so im Klavikord mit der Aufpassung zu toll drauf habe. Ja, kann man natürlich auch musikalisch verwenden, ist ja sehr schön. Aber der Ton stimmt dann ja nicht mehr. Nicht? Ja, und das Prinzip, das habe ich auch demonstriert bei den Herren und das kam natürlich gut an. Dieter Reit hat es bei der ersten Demo Single ja dann schon sehr ausgereizt. Eine Seite mit klassischer Musik und auf der anderen Seite ist Tanzmusik im Stil dieser Zeit, also sehr früh. Man hat dann schon gesehen, die Idee war noch eine ganz andere. Andere ist ausgereizt. Das ist, was du meinst jetzt? Genau, ja. Manuskript Ernst Zacharias jetzt. Ja. Es tauchen immer wieder Sachen auf. In Amerika ein Zweierklavinett angeboten. Das ist ja noch seltener wie das Einser. Und da ist ein offensichtlich originaler Honor-Koffer dabei, auch mit dieser ganzen Innenausstattung, den Halterungen unten für die Beine, also zum Zerlegen für das Querstück. Also grün ausgeschlagen, kann das sein? Grün und grau, was halt da war wahrscheinlich gerade. Aber der Koffer ist in braun mit diesen Trägern, auch die Honor-Marke obendrauf. Es ist offensichtlich ein Original, habe ich noch nie gesehen. Wir haben ein Klarinett L, wo die Zungen anders sind. Die sind dünner. Ein L hat zum Beispiel die Federn zum Einfädeln, das war ja immer so eine Spielerei für die Tasten, die dann so rutschen. Und dann gibt es eine Tastatur, die sich selbst einfädelt. Haben wir ein zweites Pianett L, da hat sich schon eine Technik entwickelt, dass das ganz schnell geht. Weil beim L ja der Verstärker unter den Tasten sitzt. Wenn man den repariert, muss man also ganze Oktave herausbauen. Aber das Instrument, das Pianett L, ist auch genial vom Design. Ja, erst im Cembalett, da hatten wir eine Schneidenlage. Mit dem Reaktor. Das war eine Erfindung von Dr. Dorner, die gab es schon im Akkordeon. Die haben wir dann nur auf eine Normalteilung gebracht und auch Kunststoffspitzen lassen. Also wurde ja dann sogar anderswo gemacht. Dann nachher habe ich ja was anderes gemacht, aber das ist dann nicht mehr in die Instrumente hineingeflossen, also in elektronischen, sondern wurde lange Jahre in alle Akkordeons eingebaut. Das war auch mit einem Riegel. Einfach war so ein Zapfen und da konnte man einen Riegel, der rastete dann ein. Man brauchte nur den Riegel zusammenklemmen und dann hatte man die Tasten. War die Feder, gleichzeitig auch Halterung und auch Nachstellung für den Verschleiß. Das ist im Akkordeon auch ein bisschen wichtig. Ne?
weil sie Akkorde und sagen, die Schlaufen für die Anheber des Pianets, diese schwarzen Gummischlaufen, sind wir draufgekommen, es gibt ja keine Ersatzteile. Die Klappenführung für die Atlantik sind nur etwas schmäler. Wir müssen es nur weiten, dann können wir es verwenden. Das Bandteil, was wir müssen wir runterschneiden. Das ist ein, nur ja, ganz genau. Ja. Haben wir vom Fuchs bekommen jetzt zum Restaurieren. Weil der Schauster ist ja immer zerbröselt nach ein paar Jahren. Genau, das war das Problem. Und zusammenknallen wir lieber. In den 80er Jahren haben sich die spätestens aufgelöst. Ja. Und Gott sei Dank war das aber so, dass die Leute gesagt haben, das Design ist so schön, zum Wegwerfen ist zu schade. Ja. Dann haben die das in den Speicher oder Keller gelegt und haben überlebt. Und wir holen die überall runter. Hat man nicht so drüber nachgedacht, die Überlebensdauer. Das ist so ähnlich wie mit den Zupfern vom Chamberlain. Wenn man das heute machen würde, würde man nicht mehr Mokulan nehmen oder sowas, sondern irgendeine Silikon. Ein gewisser Stefan Nawab macht diese Tupfer. Die kaufen wir in Amerika und setzen die dann ein. Zuerst muss natürlich aus jeder Taste das Alte rausgewaschen werden. Jetzt muss man Handschuhe anziehen, das kriegt man nicht mehr von den Fingern runter. Das ist halt Mühe. 61 Stück alle auswaschen mit allen möglichen Mittelchen, bis das ganz sauber ist und dann kommen die neuen rein, Schraube durch, Schaumgummi neu und dann geht das wieder. Aber ein Chamberlain, das neu gemacht ist, unvergleichlich. Da haben sie was Geniales geschafft. Naja, aber das ist beim Klavinett vielleicht das Einzige, was passieren kann, wenn man das sehr lange spielt. Das dann die Rille, dann wirkt das Ding als Zupfer. Ich habe da irgendwo mal eine Liste bekommen. Ich habe da dann später mal bei jemandem von den Direktoren nach Findervergütung nachgefragt. Hatte man doch wunderbar. Ja, und bei der Gelegenheit habe ich auch mal Stückzahlen zu haben. Aber vom Klavinett haben wir die größten Umsätze gemacht. Das glaube ich. Da waren ein Haufen Leute da an Schossing. Und der Boss hat gesagt, ihre Pfeifen müssen sie noch mal zeigen. Boah, ich ja hin. Da liegt noch eben. So ein braunes Rohr. Hab ich hergerichtet, ja. Und da waren einige bei Hell auch begeistert, weil man jetzt auf der Orgelpfeife ganz Piano und kräftiges Vorhaben machen konnte. Aber hinterher kommt einer zu mir und sagt, Herr Zacharias, wofür brauchen wir das? Wenn ich die Orgel so weiterbauen will, wie sie ist, und dank der großartigen Vorbilder, da brauche ich das nicht. Das muss man einfach wissen. Wer will das denn? Für die Orgelmusik an sich ist auch ohne das ausgekommen. Zwangsläufig, gab's ja nicht. Ich denke mir aber, dass Bach sich schon mal gewünscht hat, wenn er kräftiger drauf langt, dass es auch kräftiger kommt. Umsonst liebt er nicht das Klavichord. Da kommt man schon mal ein bisschen kräftiger drauf lang und ein bisschen ab. Dynamik machen. Also von Bach würde ich das sagen, der würde gesagt haben, das bauen wir aber nicht. Aber heute ist das schwierig. Obwohl in Hamburg steht ja eine Orgel mit Freiregister, aber als Schwelle kann man dann mit einem Fußschweller kann man die Windversorgung und braucht nicht mehr den großen Kasten mit dem Deckel. Nicht. Das ist ja ein bisschen technisch, ein bisschen primitiv. Nur Orchester in den Kasten sperren und dann muss die Tür auf und zu machen, damit es laut und leise wird. Also, das hätte mir widerstrebt, sowas zu erfinden. Also, tut mir leid, das ist ein bisschen kümmerlich. Hat man aber immer gebaut. Gibt ja nichts anderes. Ja, deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass so Leute erzählen, ich habe es ja veröffentlicht in Arzolani, dass man jetzt dynamisch was spielen kann, dass da Leute noch ein bisschen sich drüber hermachen würden. Aber das ist wenig. Ja, ich habe ein paar gehört, ja, wenn wir ein bisschen Geld hätten und uns jemand den Auftrag gibt, gerne. Ja, so ist eben, die Orgelbauer arbeiten alle nur auf Bestellung, auf zu einem bestimmten Objekt hin. Das ist nicht, dass sie die Orgelbauer sagen, oh, guck mal, ihr habt eine schöne Orgelbau, bis sie kaufen. Nee, die arbeiten auf Bestellung, ganz gezielt mit der Disposition, kriegen vielleicht eine Anzahlung. Das ist also nicht so einfach, die können nicht experimentieren. Und das müsste man in dem Fall schon auch nicht. Wenn man jetzt eine Orgel bauen will, die von der Taste her
dynamisch steuerbar werden soll. Die Pfeife in ihrer Lautstärke. Ich habe es gelöst, habe Lösungen gezeigt in der Zeitschrift. Alles kann man machen. Aber es ist nicht jemand da, der es mal über das ganze Manual gebaut hat. Der in Woltessiland diese Schrubbelpädagogen gebaut hat. Und der war auch angetan davon. Und mein Sohn und ich, wir waren da und ich habe ein Modell gezeigt. Funktionsmuster mit, konnte man schön draufdrücken und dann kam der Ton. Die waren alle begeistert. Ich habe eine schöne Lösung. Da habe ich einen Drucksensor unter der Taste. Der Drucksensor über eine Transistorschaltung steuerte einen Elektromagneten. Und die sind ja stromabhängig in der Hubkraft und auch im Hubweg. Ja, und damit kann man ja auch die Tiere steuern. Das hatte ich so ein Muster, tat schön. So ähnlich wie dies, aber auch muss, aber das ist wieder ganz was anderes. Das ist auch etwas. Ich habe immer, wenn das an der Fabrik lief, und dann interessierte mich das eigentlich nicht mehr so. Ich habe mich nicht so gekümmert, was sie jetzt draufgeschrieben haben oder wie sie es verpackt haben oder was es gekostet hat. Ja, ich war interessiert und habe immer was Neues gedacht und gesagt, das war auch schön. Verstehe ich eigentlich nicht, warum heute das nicht existiert. Es fehlt doch im Schulunterricht, im Musikunterricht für unsere Schulen fehlt doch eigentlich. Die machen auch Blockflöte. Weil so ein Abiturient mit der Sopranblockflöte ist doch ein bisschen albern, oder? Weil ich war immer der Ansicht, da fehlt einfach das Instrument. Und ich habe eine ganze Reihe Muster gebaut. Die hat jetzt alles der Dr. Reuter, der ist in Österreich, in Wien, an der Uni. Der hat meine ganze Sammlung. So kleine Instrumente, kleine Lautsprecher, Batterie, kommt man schön drauf. Man kann jetzt iPhone auch schon lassen. Genau, das geht auch. Habe ich da. Ocarina. Eine Apple. Apple Ocarina. Ja, ich bin der Kuss. Das ist gut, natürlich. Man muss da ein bisschen blasen, oder? Das ist was anderes. Ja, das ist auch ganz ja. Natürlich. Aber so irgendwie müsste das sein. Schön. Müsste auch sein. Wo bist du jetzt? Und dann vielleicht auch ein besseres Griffsystem. Das muss ein Griffsystem sein, was mit den beweglichen Fingern. Wer kann denn hier trillern? Das können nur die, die das geübt haben. Trillern kann aber jeder mit 2 und 3. Die 3. Müsste es nur sein. Hab in Aquarium. Habe ich auch aufgebaut und versucht, die Patentanmeldung zu machen. Ach so. Ja. Aber wie viele Patente haben Sie angemeldet? Ja. Insgesamt. Haben Sie es im Kopf? Ein paar hundert. Ja, halt doch. Die haben nie irgendwie Erfinder-Lizenzen oder was bezahlt, weil sie zuerst gesagt haben, dass das gibt es ja, bei uns noch gar nicht. Normalerweise gehört ja der Firma, an der arbeitet, eben der man arbeitet. Ja, wenn sie angestellt sind. Ja, wenn man angestellt ist. Das ist auch in Ordnung. Aber man sollte über das Gehalt hinaus eigentlich eine Vergütung bekommen. Normalerweise ist das so. Ja, genau. Ich wurde verdächtigt, dass ich auf der berühmten Insel irgendwo ein eigenes Haus habe. Achso. Habe ich aber hingeschafft. Ich habe auch nicht so Sehnsucht danach, gebe ich auch zu. Insel ist überhaupt nicht mein Ding da. Wer weiß wo, im Busch zu leben. Oder das kann ich sehr nachvollziehen. Ich brauche was nur zum Basteln. Ja, jetzt genau. Auch noch. Das ist meine letzte Errungenschaft, der Orgelpfeife. Ja. Aber ganz anders. Ich habe mir gedacht, wie man Schwingungen in einer Pfeife erregen kann, das muss ja nicht mit Wind sein. Es hat zwar ein Labium hier, aber es hat nichts mehr mit Wind zu tun. Ist doch schön, nicht? Super. Ja. Klingt ja holzig richtig, ja? Die Pfeife, das hat nichts geändert, hat aber keinen Wind. Akustische Rückkopplung. Ist jetzt ein kleiner Lautsprecher, so wie ein Handy zu finden ist, und da ist ein Mikrofon. Ein kleiner Verstärker dazwischen. Man braucht ganz wenig Energie. Das kommt natürlich daher, weil der akustische Widerstand in einem Resonanzrohr ist äußerst klein. Da braucht man gar nicht viel. Ist so ein Rohr zum Schwingen zu kriegen.
Und das kann ich jetzt gerade nicht demonstrieren, das gestattet auch Lautstärke an sich. Dass das lauter werden kann, dann müsste ich mit dem Schraubenzieher machen. Aber so ein richtiger Prinzipalklang. Mein erster Versuch war, ich habe am Mikrofon dann einfach rauf und runter gefahren in dem Ding an einer Strippe. Dann kann man alle Oberbären machen. Und wenn das jetzt eine Trompetenform hat, dann wird es Trompetenform. Ja, also mir macht das immer noch Spaß. Und solange einem noch was einfällt dazu, die Idee ist wirklich jetzt neu. Thank you.
Thank you.
Klopper. This is a regular Hohner Chamberlet 1.
What we have here is a Hohner Pianet M. It was the last Hohner Pianet. Condition sounds beautiful also. Thank you.